So spielst du The Last of Us auf PC. Hol dir eine PS5. The Last of Us ist endlich auf PC und es ist eine Katastrophe. Der lang erwartete Port ist von einer Vielzahl von Bugs geplagt, darunter unnormale Ladezeiten und ständige Abstürze. Stell dir vor, du wartest 10 Jahre darauf, dass The Last of Us auf PC kommt und dann ist es unspielbar und voller Bugs. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos hat The Last of Us nach ungefähr 6000 Reviews auf Steam eine Nutzerbewertung von größtenteils negativ, da 66% von ihnen einen Daumen nach unten geben. Es stürzt ständig ab, das Erstellen von Shadern dauert ewig, das Game schluckt Ressourcen wie deine Mom Eiersaft und die Ladezeiten, Digga, diese Ladezeiten. Und ja, auf dem Steam Deck läuft's genauso scheiße. Hoffen wir mal, dass es nicht zu lange dauert und sie dieses ganze Chaos hier mal in den Griff kriegen. The Last of Us ist ein Meisterwerk und PC-Spieler haben es wirklich verdient, dieses Game im bestmöglichen Zustand zu genießen.